Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Car Mechanic Simulator 2014, auch wenn wir mittlerweile 2015 als Jahreszahl schreiben. Nichtsdestotrotz, wir spielen den Titel natürlich weiter mit Reparaturauftrag Nummer 39. Wir sollen die Ursache finden und beheben. Ja, welche Ursache? Das ist jetzt die Frage. Ne, das Problem des Kunden ist, dass aus dem Motor eine Flüssigkeit tropft. Der Kunde versteht genauso viel von Autos wie ich. Also beste Voraussetzungen und er zahlt 700 Euronen. Das klingt schon mal gut. Ja, Flüssigkeit. Mein allererster Tipp wäre da erstmal die Wasserpumpe. Ui, mein Gott, ich schau weg. Ich will es gar nicht anschauen. Schau dir mal den Hobel an. Da ist ja alles korrodiert da drin. Ach Gottchen, ja, da wundert mich nichts mehr, dass da alles tropft. Ja. Also, erste Vermutung. Wasserpumpe. Hätte ich mal gesagt. Der Laie wieder unterwegs, ne? Ich weiß. So, ne, das ist nicht die Wasserpumpe. Das ist die Wasserpumpe. Genau, die sieht auch schon prima aus. Ja, komm, dann basteln wir den ganzen Blödsinn hier weg. Womit muss ich anfangen? Muss ich gerade selber überlegen. Mit dem hier, gell? Genau, der Keilriemen muss runter. So, dann muss hier... das Teil hier weg, der Riemenspanner, genau. Weg damit, 45%, das geht noch. Dann kommt der Zahnriemen runter. So, und dann kommt die Wasserpumpe mit 10%. Alles andere als prickelnd. So, die können wir hoffentlich mit unserer tollen Werkbank reparieren. Ich bin gespannt. Ja, geht sogar, super. Also 133 Euro. Dann würde ich sagen, dann war es das hoffentlich schon wieder. Ja, ich hoffe mal zumindest, dass es das war, ne? Weil ansonsten bleibt nicht mehr viel übrig. Von unserem Budget, das uns der Kunde gegeben hat, 700 Euro. Ich gehe mal davon aus, dass wenn wir sie neu gekauft hätten, dann wäre es etwas teurer gewesen. So, da ist 1, 2, 3, zu ist das Ding. So, jetzt sagen wir, dass es das war. Jawohl, das war es auch. Okay, jetzt müssen wir natürlich den Rest auch noch hinschrauben, ist logisch. Ansonsten ist der Kunde etwas säuerlich, weil er seinen Kahn nicht mitnehmen kann. So, das war ein flotter Auftakt hier, ne? Recht einfacher Auftakt zu Beginn. Und sind wir durch, alles klar. Deckel zu und ab dafür. Nächster bitte. Das war jetzt richtig einfach. So, bin mal gespannt. Nummer 40 an den Start. Also wir sind schon über Halbzeit von unserer Karriere. Die Karriere hier umfasst, glaube ich, 76 oder 79 Aufträge. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall sind wir drüber. So, wir sollen eine Testfahrt machen und alle beschädigten Teile reparieren. Das Ganze für 1500 Euro. Der Fahrkomfort des Autos ist seit einigen Tagen unerträglich. Es muss ein Problem mit der Federung sein. Okay. Federung, alles klar. Jawohl, Testfahrt. Dann können wir danach eigentlich auch noch auf diese Diagnoseeinheit gehen, ne? Weil da können wir ja speziell dann auch nochmal die Federn testen lassen. So, witzig ist, hier ist immer schönes Wetter bei der Testfahrt, ne? Hier regnet es nie, hier ist auch nie Winter, wie bei uns gerade, ne? Schweinekälte draußen und so. Nö, hier ist immer strahlender Sonnenschein. So muss es sein. Leicht bewölkt, aber es regnet zumindest nicht. Oh, halt, ich habe jetzt, ja, genau. So bremst ein Auto im Winter ungefähr, so viel zum Thema Witterung. So, also, Bremstest rückwärts mal wieder, ist ja keine Seltenheit bei uns, ne? Vergiss dich ja gern mal hier zu bremsen, aber solange es nur hier in-game ist, ist es, glaube ich, nicht so tragisch. Im richtigen Leben ist man da zum Glück bislang gefeilt von. Also, ich muss sagen, ich bin jetzt zwar kein notorischer Vielfahrer, aber ich habe bislang, toi toi toi, noch keinen einzigen Unfall gehabt. Also, Glück gehabt, ne? Und das mit über 20 Jahren. Fahrpraxis. Oder knapp 20 Jahren Fahrpraxis, so rum muss ich sagen. Hab der Zeit etwas vorausgegriffen. Nein, also knapp 20 Jahre. Noch nicht ganz, aber immerhin. Und wegen mir kann es gerne so weitergehen. So, was wissen wir jetzt alles? Schauen wir uns kurz an. Reicht es schon? Ich denke nicht. Die Lenkwellen sehen gut aus, die Spurstange, die Servos sieht gut aus. Ja, also dann müssen wir hier wahrscheinlich auch nochmal auf unseren Prüfstand gehen, auf diesen Diagnosepfad, wo wir ja Bremsen und Federn nochmal durchchecken können. Also dann machen wir das. So, Bremstest Nummer 1. Schade, dass man hier nicht überbrücken kann, ne? Dass ich sagen kann, okay, ich will jetzt zum Beispiel nur die Federn testen. Ich will den ganzen blöden Bremstest gar nicht machen, weil den brauche ich ja gar nicht. Wenn es bloß ein Federproblem ist, ja, die Bremsen, ja gut, ein leichtes Ungleichgewicht vom Bremsverhalten her, aber jetzt zumindest nicht so, als dass man Angst haben müsste, dass beim Bremsen der Kahn extrem ausbricht. Oder nur eine Seite übermäßig quasi
bremst, verzögert und dann kommt man unter Umständen ins Schlingern, ins Rutschen und natürlich ist dann die Bremswirkung auch nicht mehr so optimal, das ist auch klar. Ja, schaut euch mal die hinteren an, also die hinteren Federn sind völlig im Eimer, das merkt man schon. Da brauche ich gar nicht mein Auto anschauen, da sehe ich allein anhand von diesem Diagnosepfad, dass die hinteren Federn alles andere als toll sind. So, na jetzt komm. So schwer kann es nicht sein, die Türe auf und zurück in die Werkstatt. So, bin gespannt, wie man es uns darstellt. Ja, schaut euch das an. Stoßdämpfer hinten knallrot, Federn hinten knallrot. Eieiei, okay, alles klar. Also, ausbauen das ganze Zeug. Jetzt weiß ich bloß nicht, ob ich an die Stoßdämpfer übers Rad komme oder nicht. Nee, ich komme nicht hin. Okay, also dann muss ich den Kahn hochbocken. Das ist ja auf der Vorderachse ein bisschen anders, ne? Auf der Vorderachse komme ich über den Reifen an den Stoßdämpfer und auf der Hinterachse muss ich wirklich komplett den Kahn hochbocken. So, ich glaube, das... Ja, wobei, lassen wir mal so. Brauchen wir nicht mehr. Wir wissen, wo das Problem liegt. So, also jetzt müssen wir hier dieses halt, den Auspuff müssen wir abbauen, ne? Fällt mir gerade ein auf der rechten Seite. Sonst kommen wir nicht hin. Also Auspuff abschrauben, den Endschalldämpfer. Dann kommt hier dieses komische Querlenker-Dingensbummens hinten weg. Der ist soweit noch in Ordnung, aber dann geht's auch schon los. Die Feder ist im Eimer komplett. Und der Stoßdämpfer hat auch schon mal bessere Zeiten erlebt. So, das gleiche machen wir natürlich auf der anderen Seite auch noch. Hier ebenfalls den Querlenker hinten links abmontiert. Die kaputte Feder weg. Und der Stoßdämpfer verabschiedet sich ebenfalls. Und davon können wir natürlich wie immer nichts reparieren, ne? Da war die Wasserpumpe vorhin gerade mal die Ausnahme. Oh ja, sieht so aus. Ich meine, die zwei Dinger, die brauchen wir nicht reparieren. Dann gehen wir mal eine Runde shoppen. Stoßdämpfer hinten zweimal und die Aufhängungsfeder zweimal hinten. Das kriegen wir, denke ich, hin. Da gibt es offenbar keine Spezialisierung, also dieses wohl genormt. So, 138, 138. Es lebe der Rabatt. Stoßdämpfer, Stoßdämpfer, Stoßdämpfer. Wo haben wir es denn? Stoßdämpfer Offroad? Ne, ist glaube ich der falsche. Genau, bei den vorderen Stoßdämpfern wird unterschieden zwischen A, B und C. Und hinten aber nicht. Hinten ist alles gut. Also das ist, naja, okay. Da gibt es nur ein Modell offenbar. So, dann gehen wir in den Montagemodus. Die Feder hin und den Stoßdämpfer hin. So, die Schraube drauf. Und dann kommt dieser komische Quergelenkslenker hinter dieses komische Ding wieder hin, ne? Und dann kommt natürlich der Endschalldämpfer noch hin. Den will der Kunde vermutlich auch wieder haben. Ansonsten dürfte der Hobel ziemlich interessant klingen, wenn er losfährt. Ich hatte selber auch mal ein Loch im Auspuff. Das Ding hat getan wie ein Flugzeug. Das war Wahnsinn. Das war kein Spaß. Vor allem, wenn es dich da anhalten, dann zahlst du auch noch Strafe, ne? Lärmbelästigung und so, Stichwort. So, das war's. Haben wir, glaube ich, alles im Inventar. Genau, also alles raus damit. So, und Auftrag erledigen. Stempel drauf und wie der Kunde sein Auto bekommt, der muss ihn halt dann selber runterlassen. Das ist mir egal, dafür hat er uns nicht gezahlt. Auto bleibt oben. Auf der Hebebühne. Und der nächste Auftrag, bitte. Kommt irgendwas, was gut gezahlt ist. Der Motor macht in letzter Zeit Schwierigkeiten. Er geht immer wieder aus. Für 2000 Euro. Eieiei. Mhm. Ja, das klingt schon mal nicht gut, aber ein hübsches Auto auf jeden Fall, ne? Der hat bestimmt wieder ein V6 drinnen, könnte ich ja wetten. So, dann würde ich sagen, erster Verdacht, Zündkerze. Also wir prüfen mal das ganze Zeug mit der Zündung. Da sind die Zündkabel dabei, da sind die Zündkerzen dabei. Das haben wir mittlerweile ja schon gelernt, ne? So, fertig ist er. Gut. Raus hier. Mach die Türe wieder zu. Und dann schauen wir uns den Hobel mal an. So, Batterie sieht auf jeden Fall gut aus. Die kann schon mal nicht sein. Dann kommen... Ui, ja, schaut mal hier die Zündkabel. 10%, alles klar. Zündkerze passt. Zündkerze passt, Zündkerze passt. So, dann kommen wir noch auf die andere Seite, ne? Auch hier schauen wir uns die Zündkabel an. Die sind natürlich auch prima. Ja, wie schon vermutet, V6.
Zündvorrichtung, die habe ich mir vorne jetzt nicht angeschaut. Also zweimal Zündkabel auf unserer Liste. Und eine Zündvorrichtung, okay. Müssen wir auch neu kaufen, da könnte ich wetten, da können wir nichts mitmachen. Also da versuche ich jetzt gar nicht erst zu unserem Schraubstock zu rennen, weil das wird eh nichts. So, Zündkabel, wo haben wir sie denn? Unter Z, V6, ne? V6 vorne, V6 hinten. Und Zündvorrichtung, so. Ui, mein Gott, ist das teuer. Sapperlot. Da geht das Geld beim Tempel raus, doch echt, das ist ja Hammer. Die haben Preise, die Freunde. So, Montagemodus. Also, Zündvorrichtung kommt drauf. Zwei Schrauben, dann kommen die Zündkabel drauf. Wenn möglich die neuen, genau. So, halt, dann können wir... Halt, nee, kann ich nichts machen, okay. Ich war schon einen Schritt zu weit. Dann kommen die hinten drauf, dann kommt hier diese Abdeckung noch drauf. Dann haben wir es wahrscheinlich schon, ne? Genau, passt. So, dann können wir hier raus. Bei so einem hübschen Auto machen wir der Deckel zu, wenn man es uns lässt. Jawohl. Dann schmeißen wir den ganzen Dreck nochmal raus. 61 Euro, die wollen wir nicht verschenken, ne? Stempel. Dankeschön, nächster bitte. Haben immer noch gut verdient. Da haben wir knapp 1000er hängen geblieben. Und dabei war es gar nicht so viel Aufwand. Das läuft ja wieder heute in unserer Werkstatt. So, macht das Auto fahrbereit, testet das Auto auf dem Diagnosepfad. Ich habe dieses Auto billig mit unvollständigem Motor gekauft. What? Können Sie die fehlenden Teile montieren, überprüfen Sie es auf dem Diagnosepfad, machen Sie das Auto fahrbereit. 5000 Euro, ui, das ist ein interessanter Auftrag. Das ist interessant. So, da fehlt, okay, da fehlt schon mal die Batterie, sehen wir hier, da fehlt hier dieses Ansaugrohr oder was das ist. Da fehlen Zündkerzen. Zu geil, oder? Das ist ja mal ein geiler Auftrag. Ja, komm jetzt. Dann das schauen wir uns komplett an. Das ist ja spannend. Das finde ich jetzt witzig. Also wir basteln alles auseinander. Kein Thema. Gebraucht hat das gekauft. Also wenn ich ein gebrauchtes Auto kaufe, dann war das in der Regel schon komplett fertig, ne? So, also ich habe jetzt bloß mal geschaut, ob hier noch irgendwas ist, was mir nicht so ganz gefällt. Aber sieht gut aus. Das sieht gut aus. Also hier erwartet uns keine unangenehme Überraschung. Die Teile, die hier verbaut sind, sind alle soweit gut. So, also dann fehlt hier dieses Teil. Dieser Luft... Wie ist er? Wie heißt das blöde Ding? Mein Gott, ich einen Namen hier. Wie heißt denn das Scheißding? Das hier ist... Luftmassenmesser, aber auch, wie heißt dieses Ding? Das muss ich mir jetzt als Bild anschauen. Mir fällt der Name nicht ein. Auch irgendwas mit Luftansaugrohr oder so. Ich weiß nicht. Schauen wir mal. Luft. Doch, Luftansaugrohr, da ist es ja. Aber es war doch kein V6. Oder? Ist doch kein V6. Luftmassenmesser? Nee. Nee, außerdem sieht das anders aus. Das ist irgendwie gebogen. Ja, da ist er wieder da. Große Kfz-Sachverstand. Ich sehe euch schon die Augen verdrehen. Ich hab's gesehen, Freunde. Ich hab's gesehen. Ansaugrohr. Da, na, also, geht doch. Sag's doch gleich, Mensch. Ansaugrohr. Lass das Luft weg. Mach einfach Ansaugrohr. Weiß jeder, was ihr meint ist. Da, passt. Achso, eine Batterie hätte ich auch noch spendieren können. Fällt mir gerade so ein. Eine Batterie. Moment, wir müssen es fahrbereit machen. Dann schauen wir mal, ob wir es gebraucht kriegen. Muss ein bisschen sparen, ne? 44 Euro, komm, mach mal. 40 Euro, läuft. Kann ich das Ding bestimmt noch reparieren. Genau, was? 144 Euro? 40 Euro oder 180? Was kostet das blöde Ding? Neu, die scheiß Batterie. Also das Ding gebraucht kaufen, das sieht für mich aus wie Lotterie, ne? Man hat mal Glück, mal nicht. Uiuiui. Na gut, der andere 50 hätte die gekostet. Nächstes Mal kaufe ich sie neu, dann machen wir die Arbeit gar nicht. Unglaublich. So, Batterie ist drin. Also, hier fehlt. Gehen wir mal hier in Prüfmodus. Da fehlt... Hier ist eine Zündkerze drin. Die passt. Hier fehlen drei Zündkerzen. Die Zündkabel fehlen.
Der Anlasser fehlt. Okay, 3 Zündkerzen, Zündkabel. Kaufen wir, ja, die kaufen wir neu. Komm, wir kaufen alles neu. Das ist mir jetzt so blöd. Der Typ tut mir irgendwie leid, ne? Also, wir kaufen den Scheiß neu. Zündkabel, zack. Zündkerze, 1, 2, 3. Anlasser fehlt. Wo ist er? Da ist er. 200 Euro. Beziehungsweise 184, ne? Wir haben ja zum Glück diesen halt. Ne, die Zündvorrichtung fällt auch. Fällt mir gerade ein. Die habe ich auch nicht gesehen. Die Zündvorrichtung. Können wir gleich auch noch kaufen. Schweineteuer, das Ding, ey. Mann, Mann, Mann. Ich habe mir dieses Auto gebraucht gekauft, ja. Hm. Witzige Ansage auf jeden Fall. Aber gut, wir sind einfach mal nett, ne, und kümmern uns als dienstleistungs- und serviceorientierte Werkstatt darum, dass der Kunde zufrieden ist, auch wenn es, naja. So, hier. Oh, scheiße, das. Ach, der ist hier an der Seite. Ja, Mist, ich Idiot. Ich bin ein Held. So habe ich so das Ding umsonst gekauft. Ah, Leute. Ja, okay, das war jetzt, schwierig. Suboptimal, ne? Okay, kann ich nicht ändern. Ist passiert, haben wir es umsonst gekauft. Ist so ein super Zustand. Na komm. Habe ich nicht dran gedacht, dass das ja an der Seite ist bei denen. Beim V6 ist es vorne. Wenn wir gerade vorne noch den V6 gehabt haben, ne? Ja, so kann es gehen. Aber gut, haben wir schon mal ein Ersatzteil. Vielleicht brauchen wir wieder eins. Oh, die Lichtmaschine ist ebenfalls vakant. So, dann haben wir den Anlasser. Du hast ebenfalls noch festgeschraubt. Ansonsten mechanisch ist mal zumindest alles da. So wie es aussieht. Ja. Also dann fehlt die Lichtmaschine. Keine Ahnung, was die kostet. Wahrscheinlich auch ein Schweinegeld. So, Lichtmaschine finden wir vermutlich unter L. Lichtmaschine, 500 Euro, na klar. Wir hauen's raus, ne? Wir haben's ja. Wenn's einer hat, dann wir. So, Montagemodus ist noch halt falsche Richtung. Lichtmaschine ist auf der Seite. Da ist er auch schon. Aber ich finde es ganz witzig, solche Aufträge zwischendrin auch mal, ne? So, wo man sagen muss, ja, okay, jetzt finde doch mal das, was fehlt. Das finde ich gar nicht schlecht. So, haben wir jetzt noch irgendwas vergessen. Ja, okay, ist noch nicht fertig. Ist noch nicht fertig. Lass mal hoch. Ich vermute mal, dass das Öl dann auch nicht mehr toll ist, aber das schauen wir uns nachher an. Ich schau mal, ob hinten irgendwie sowas fehlt wie Benzinpumpe oder sowas. Ne, Benzinpumpe ist da. Benzinfilter ist auch da, okay. Gut. So, runter mit dir. Was fehlt noch? Ja komm, wir schauen uns das Öl mal an. Beziehungsweise wir schauen mal, ob er überhaupt einen Ölfilter hat. Ölfilter ist da. Ist auch gut vom Zustand her. Okay, also dann Montagemodus, Deckel drauf. Jetzt schauen wir uns das Öl noch kurz an. Öl ist auch in Ordnung. Was habe ich noch vergessen? Was habe ich denn noch vergessen? Das ist irgendwas, ich weiß auch nicht. Da fehlt doch nichts mehr, oder? Fehlt dir noch irgendwas? Nee, hier fehlt doch nichts mehr. Gaskrümmer. Ja, das ist alles da. Was fehlt denn da noch? Freunde der Nacht, was fehlt denn da noch? Was könnte da noch fehlen? Das Zeug ist alles da. Wasserpumpe, Riemenspanner. Ah, mein Gott, der Keilriemen fehlt. Hallo, guten Morgen, auch schon gemerkt. Denken wir doch gerade, irgendwas fehlt da. Keilriemen. Früher hat man den Damenstrumpf genommen, wenn der Keilriemen kaputt war. Das waren noch Zeiten, ne? Die alten Autos, ja. Da, wenn was nicht gegangen ist, hast du beim Hammer draufgehauen, dann ging es wieder. Ist heute ein bisschen schwieriger. So, jetzt aber. Läuft. Passt. Super. So.
Deckel drauf. Und Diagnosepfad sollen wir noch machen, hieß es, ne? Ja, ich hoffe mal, dass an den Federn nicht auch noch irgendwas kaputt ist. Oder an der Bremsanlage, weil, mal abgesehen davon, dass das wieder jede Menge Schraubarbeit ist, aber so langsam habe ich so meine Zweifel. Also vordere Bremsen sind super. Ob das Budget, was uns der Kunde gegeben hat, ob das ausreicht. Oder ob ich nicht doch lieber irgendwie ein paar gebrauchte Teile gekauft hätte, aber ich weiß auch nicht, nehme. Naja, wir haben uns entschieden, wir wollen dem Kunden was Gutes tun, also passt. Oh, der Navi an Bord, schau doch mal hier. Bordcomputer vorne drin, nicht schlecht. Oh, Federn sehen super aus. Schauen wir uns die hinteren auch noch schnell an. Na, was ist jetzt? Jawohl, sehen auch super aus. Okay, alles klar. Alles klar. Sollte es nichts brauchen. Wenn ich mir das so anschaue, ist alles in Ordnung. So, jetzt geht er wieder schnell wie eine Schnecke zurück in die Werkstatt. Unser alter Ego. Und dann sollte die Kiste eigentlich erledigt sein. Rein gefühlstechnisch. Jawohl, passt. Oh, 5000 Euro haben wir. Okay, passt. Deckel drauf, fertig. Haben wir sogar doch fett Gewinn gemacht. Aber war mal ganz nett. Bisschen Abwechslung. So, was haben wir hier? Überprüfe die Bremsen. Die Bremsen des Autos funktionieren fast gar nicht mehr. Dann wird es höchste Zeit. Führen Sie bitte eine Inspektion der Bremsen durch für 2800. Super Idee. Machen wir gerne. Aber Freunde, machen wir nicht mehr heute, sondern das machen wir in der nächsten Folge. Wir machen heute Feierabend. Keine Lust mehr. Wir sperren den Laden dicht. Soll der Kunde morgen wieder kommen. Kann natürlich auch das Auto stehen lassen. Dann schauen wir uns das Ganze am nächsten Arbeitstag an. Ich sage an euch wie immer herzlichen Dank fürs Dabeisein hier in unserer Schrauberbude bei Car Mechanic Simulator 2014. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Arbeitstag hier wieder in unserer kleinen Werkstatt. Bis dann!